Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben jetzt zu Gast hier einen Bundestagsabgeordneten der AfD. Schönen guten Tag, hallo. Herr Kleinwächter, wie ist denn Ihr Gang zur Politik zustande gekommen? Hatte das auch Gründe in der Vita Ihrer Familie, in den Biografien Ihrer Familienmitglieder, oder haben Sie da einen ganz anderen Zugang gefunden? In die Politik bin ich mehr oder weniger zufällig gekommen. Und zwar begann alles 2005. Da sprach mich mein Deutschlehrer an. Es gibt ein Projekt der Vereinten Nationen. War im Rahmen der Millenniumskampagne 2005 bis 2015. Da gab es einen Theaterworkshop. Und ich war ja immer sehr theaterbegeisterter Schüler. Und dann habe ich daran teilgenommen. Und da ging es um diese ganzen Fragen, Probleme der Globalisierung, Probleme der internationalen Zusammenarbeit. Und dann bin ich da dabei geblieben. Dann habe ich mich weiterhin für die UN interessiert, habe an der Universität irgendwann mal ein NMUN-Projekt gemacht. Das es gibt Simulationen der Vereinten Nationen, wo Studenten hinfahren und dann letztendlich gewisse Gremien der Vereinten Nationen simulieren. Und das habe ich auch gemacht. Ich war dann mit meiner Erlanger Delegation in New York. Danach habe ich mitgeholfen, in Prag eine Simulation mit aufzubauen, dieser Art. Und so bin ich tatsächlich reingekommen. Dann habe ich mich immer mehr für die Themen interessiert, Europapolitik, habe Kurse besucht an der Universität. Und just als ich mich mit der Geldpolitik zum Euro beschäftigt hatte, kam dann damals Lucke im Fernsehen in der Talkshow und sagte genau das, was alle meine Dozenten gesagt hatten. Und sagte, das funktioniert nicht, das geht so vor die Wand, da muss was geändert werden. Und ich stand dann vor der Entscheidung, trittst du dieser komplett neuen Partei bei oder lässt du es eher bleiben? Und ich habe mich dann dazu entschieden, beizutreten und bin so bereits 2013, wenige Wochen nachdem sich die Partei gegründet hatte, tatsächlich AfD-Mitglied geworden. Von Ihrer Berufsausbildung eigentlich, was machen Sie da? Was sind Sie von Berufswegen? Ich bin eigentlich Lehrer für Englisch, ja. Französisch und darstellendes Spiel. Ist Ihnen die Abwägung leicht gefallen, politische Laufbahn einerseits oder eben weiter im Lehrberuf tätig zu sein? Naja, man wird reingespült. Also es war so, dass ich dann 2013 nach Brandenburg kam für die Lehrerstelle und 2014 gründete sich der Landesverband Brandenburg und der Kreisverband bei uns. Und es gab einfach niemanden, der irgendwie politische Erfahrung hatte und dann wurde ich halt Kreisvorsitzender. Und dann gab es plötzlich Kommunalwahlen, dann musste ich innerhalb von 2 Monaten das vorbereiten, habe das gemacht. Wir haben zur Kommunalwahl antreten können, wir haben plötzlich knapp 7% gehabt bei der Kommunalwahl im Landkreis Dahme-Spreewald und ich hatte plötzlich eine Fraktion mit 4 Leuten an der Backe im Kreistag und ich war Fraktionsvorsitzender. Naja, dann ist man halt Fraktionsvorsitzender, das alles neben der Arbeit als Lehrer. Und dann war die Wahl, es war überhaupt nicht abzusehen. Wir hatten eine Listenaufstellung, wo sozusagen nicht wie in anderen Parteien der erste Platz aufgerufen wird und dann geht jemand vor, der irgendwie abgesprochen ist und dann wird der zweite Platz aufgerufen und dann geht jemand vor, sondern wir in der AfD hatten ein basisdemokratisches Prinzip. Das hieß, wir haben gesagt, naja, alle 60, die sich vorstellen können zu kandidieren, die kandidieren jetzt mal und danach gab es einen Wahlschein, wo bis zu 20 Leute angekreuzt werden konnten und ich war dann halt Platz 5. So, und dann hatte ich plötzlich diesen Listenplatz 5 auf der Landesliste Brandenburg, der gereicht hat letztendlich bei der Wahl. Ich bin also einer der Inhaber dieser berühmten Ausgleichsmandate. Ich weiß nicht, ob allen hier im Raum das was sagt. Also, wenn es gibt ja die Erststimmen und die Zweitstimmen und wenn bei den Erststimmen mehr Anteil rauskommt, als eigentlich proportional auf eine Partei entfällt, und so ist es mit der CDU in Brandenburg gewesen, dann gibt es Ausgleichsmandate an die anderen Parteien und eins davon ist auf mich tatsächlich entfallen und so bin ich in den Bundestag wirklich gerutscht. Also, ich habe im Januar 2017 noch nicht erwartet, dass ich heute hier stehen würde. Das war völlig überraschend und manchmal passieren Dinge einfach. Wenn jemand aus einem Lehrerberuf kommt, würde man dann vielleicht als Politiker gerne im Bildungsbereich auch tätig sein, gesetzgeberisch? Also ja und nein. Zum Thema Bildung. Ich war im Landesfachausschuss meiner Partei zum Thema Bildung, aber Bildung ist ein Landesthema. Und ich habe mir lange überlegt, sollst du Bildung zum Bundesthema machen und habe mich dann erstmal dagegen entschieden. Ich bin später darum gebeten worden, auch in den Bildungsausschuss zu gehen und bin deswegen dort jetzt stellvertretendes Mitglied. Aber das kam später. Ich habe mich aufgrund meiner Sprachkenntnisse und aufgrund meines Interesses für internationale Politik, insbesondere für die EU, tatsächlich interessiert. Und wir hatten es in unserer Fraktion so gemacht, dass man 3 Prioritäten angeben konnte. Also man konnte sagen, das machst du 1, das machst du 2, das machst du 3. Und ich hatte angegeben für die 1 Angelegenheiten der EU, für die 2 Arbeit und Soziales und für die 3 Familie. Aus der 3 bin ich rausgefallen, da hat mich die Fraktion raussortiert. Die 1 ist in Erfüllung gegangen, da bin ich ständiges Mitglied geworden und die 2 ist insofern in Erfüllung gegangen, als ich dort stellvertretendes Mitglied in Arbeit und Soziales wurde. Und so wurde das verteilt. Und es gibt natürlich in der Fraktion dann Ausschüsse, die waren sehr, sehr begehrt. Recht zum Beispiel, Inneres war unglaublich begehrt bei uns. Da gab es 12 Bewerber für 5 Posten.
EU war relativ ausgeglichen, Arbeit und Soziales gab es auch viele Bewerber. Also ich habe einen relativ guten Schnitt gemacht. Ich bin zufrieden mit meiner Besetzung. Aber es ist tatsächlich so, dass ich den Wunsch hatte, EU-Politik zu machen, weil mich das einfach sehr berührt. Ich habe sehr viel im Ausland verbracht. Ich habe auch viel profitiert von internationalen Austauschprogrammen. Ich war selber in Frankreich Schüleraustauschkandidat. Ich war in den USA, habe dort einen Abschluss erworben. Und mir geht es einfach, für mich ist es eine Herzensangelegenheit, die positiven Sachen der europäischen Zusammenarbeit zu erhalten. Sie werden aber meiner Meinung nach überlagert von einer Brüsseler Bürokratie, die sich immer mehr Kompetenzen versucht anzueignen. Und das geht dann in die falsche Richtung. Insofern ist es nötig, das wieder zurückzuholen auf die Dinge, die gut sind. Und was wir auch gerade in der deutsch-französischen Zusammenarbeit, da bin ich auch reingerutscht, weil diese deutsch-französische Zusammenarbeit, die wurde plötzlich am 22. Januar beschlossen. Das war eine Idee, die ist auf Mist der FDP der Grünen gewachsen und der französischen Macron-Partei, also République en Marche, die haben das plötzlich gesagt, naja, wir wollen deutsch-französische Zusammenarbeit verstärken, und dann war ich plötzlich auch der Fachmann dafür, weil ich halt Französisch kann. So geht das manchmal in der Fraktion halt. Und wie viele Sprachen sprechen Sie? Ich spreche Englisch und Französisch, aber absolut fließend, und Deutsch natürlich muttersprachlich, und ich verstehe aber Spanisch, Italienisch. Da komme ich problemlos durch. Also gerade auch schriftlich, aber auch mündlich. Wahrscheinlich romanische Sprachen dann, verstehen Sie auch Portugiesisch etc.? Ja, also irgendwann, wenn man Latein am humanistischen Gymnasium gemacht hat, wie ich, und Französisch dann wirklich sehr, sehr gut gelernt hat, dann kommt man auch mit Spanisch, Italienisch klar. Also das sind dann einfach so Transferprozesse. Irgendwann geht das. Ja, das ist genauso wie Ukrainer die Polen verstehen und die Polen die Ukrainer. Das ist einfach, da gibt es eine gewisse Nähe und man kommt dann klar. Okay. Genau. Sie erwähnten Brüssel, Europäische Union, aber ich erwähnte eben auch den Europarat. Ich sag mal, wenn man Schülern versucht, näher zu bringen, die Verfassungsorgane der Bundesrepublik, und dann auch nochmal auf das Thema Europa zu sprechen kommen, dann ist es denen meistens relativ schwer darstellbar, dass der Ausschuss für die Europäische Union im Bundestag eine Geschichte ist, dass der Europäische Rat eine Geschichte ist, dass die Europäische Union eine Geschichte ist und dass der Rat der Europäischen Union drei verschiedene Institutionen sind, von denen eine, der Europarat, eben gar nichts mit der Europäischen Union zu tun hat. Können Sie das nochmal unseren Zuschauern erklären und wie Sie dorthin gekommen sind? Ja, das ist richtig. Also es ist so, dass es eine Vielzahl von Institutionen gibt, und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil man einfach gerade nach dem Krieg versucht hat, Organisationen zu gründen, die die Zusammenarbeit und die den Frieden gewährleisten. Also der Zweite Weltkrieg war ein unglaubliches Trauma, und infolgedessen gab es ja dann die Vereinten Nationen, die entstanden sind. Es gab auf europäischer Ebene den Europarat, der wurde schon, ich glaube, 1947 begründet, aber das weiß ich jetzt nicht, es sind auf jeden Fall 47 Mitgliedstaaten. Der kam relativ früh, und das Ziel war nur, lasst uns darauf wachen, dass es eine Einhaltung von Menschenrechten gibt. Also was können wir tun, damit sowas wie unter Hitler und dann im Zweiten Weltkrieg nicht nochmal passiert? Lasst uns Menschenrechte sichern. Und so gab es diesen Europarat, und da gehören mittlerweile 47 Mitgliedstaaten dazu, Russland, auch Aserbaidschan, Armenien, teilweise Länder, die man so, wenn man über europäische Politik redet, gar nicht so sehr auf der Agenda hat. Aber das ist der Europarat auf der einen Seite. Und später kam ja dann letztendlich das Gebilde Europäische Gemeinschaft, schließlich dann Europäische Union, die dann wiederum Untergremien hat, die ja die 27, 28 Länder, je nachdem, ob man jetzt die Briten noch dazu rechnen oder nicht, umfasst. Und dann auch entsprechend hier sozusagen diese europäische Politik da koordiniert in diesen Bereichen, eigentlich mit der Grundaufgabe, den Binnenmarkt zu sichern. Also die Europäische Union hat ursprünglich die Aufgabe, gemeinsamen Handel und gemeinsame Wirtschaft zu sortieren, und der Europarat hat die Aufgabe, über Menschenrechte zu wachen. Das sind also zwei grundverschiedene Aufgaben, sind unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Zusammensetzungen, und es ist auch so, dass es unterschiedliche Organisationsformen gibt. Also die Europäische Union ist ja mittlerweile so hingegangen, dass es ein europäisches Parlament gibt. Das ist zwar kein echtes Parlament, weil es keine echten parlamentarischen Rechte hat, aber es gibt diese Europawahl, und da können Sie als Bürger hingehen und können Politiker in ein Europaparlament wählen. Im Europarat gibt es eine sogenannte parlamentarische Versammlung. Das ist was anderes. Parlamentarische Versammlungen gibt es auch bei der NATO, bei der OSZE, und da benennt der Bundestag Leute, die in die parlamentarische Versammlung gehen. Und das ist meine Aufgabe. So war früher die Europäische Union auch mal konstruiert. Als es die Europäische Gemeinschaft noch gab, war es auch auf einer parlamentarischen Versammlung. Und das bedeutet, der Bundestag wählt Leute, die da hingehen und die Interessen des Landes und der Fraktionen auch dort vertreten. Und das mache ich im Europarat eben zu den Themen Menschenrechten
und internationale Zusammenarbeit. Das sind ja multilateral aufgestellt sozusagen. Ja, also das ist, ich hätte nie gedacht, dass so viel Reisetätigkeit mit dem Abgeordnetenmandat verbunden sein würde. Also man hat ja immer so die Vorstellung, ein Bundestagsabgeordneter sitzt da drin. Und das sollte auch meiner Ansicht nach so sein, aber es ist völlig anders aufgebaut. Wir haben sehr wenige Sitzungswochen, wir haben so um die 24 oder so Sitzungswochen im Jahr und der Rest ist sitzungsfreie Zeit. Und dann wird das definiert als Arbeitsparlament. Das bedeutet, man hat ständig irgendwelche Sitzungen, die parallel zum Plenum sind. Zum Beispiel bin ich in der deutsch-französischen Arbeitsgruppe für dieses deutsch-französische Parlamentsabkommen und die Verhandlungen laufen ständig, während Sitzungen sind. Und so überschneiden sich ständig Dinge und man ist ständig am Rumrennen rein und raus und hier dieser Termin und dort dieser Termin und man fliegt auch gerne mal für eine Verhandlung nach Paris. Das funktioniert so, also das ist wirklich so ein sehr, sehr eng gestrafft und eng gestaffelter Kalender und es gibt ganz viele Termine in der ganzen Republik, aber auch in ganz Europa, die man wahrnehmen muss. Und insofern findet ein großer Teil der politischen Arbeit tatsächlich außerhalb dieses Parlamentsgebäudes statt. Wenn man jetzt die letzten 28 Jahre der deutschen Einheit sich vergegenwärtigt und auch die Zeit davor, seit Bestehen der Bundesrepublik, da hat das, was Sie eben genannt haben, die deutsch-französische Zusammenarbeit, ja eine große Rolle gespielt. Sie haben jetzt nur Macron erwähnt, aber wenn wir ja an die Zukunft denken, an den deutsch-französischen Motor, wie man ihn nennt, sehen Sie da eine Perspektive, auf die Sie eher mit positiver Erwartungshaltung schauen oder machen Sie sich da mehr Sorgen für die Zukunft? Ich mache mir da sehr viele Sorgen, weil ich glaube, relativ unbedacht ist, was da ausverhandelt wird. Da wird Wert gelegt nicht auf die deutsch-französische Zusammenarbeit und eine weitere Verstärkung, sondern es wird Wert gelegt auf eine Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion. Es wird Wert gelegt auf eine Vertiefung, Verlagerung von Verteidigungsaufgaben auf die europäische Ebene. Also im Wesentlichen versucht dieser deutsch-französische zweite Élysée-Vertrag, Brüssel zu stärken. Durch die Hintertür. Und ich glaube, dass das nach hinten losgeht, denn es gibt ja einen Grund, warum es nicht direkt funktioniert. Der Grund, warum es nicht direkt funktioniert, ist, dass Länder wie zum Beispiel Polen, Tschechien, Slowenien, die Slowakei im Wesentlichen, die osteuropäischen Länder im Allgemeinen, große Kritik äußern an der Art und Weise, wie Brüssel funktioniert. Und im Wesentlichen ist diese Neuauflage des Élysée-Vertrags eben leider keine Neuauflage der deutsch-französischen Zusammenarbeit, wo man sagt, Mensch, wir hatten mal die Idee mit dem deutsch-französischen Jugendwerk, mit der Zusammenarbeit. Wir sehen zum Beispiel, dass die Quoten des Deutschlernens in Frankreich und des Französischlernens in Deutschland stark rückläufig sind. Ja? Das Problem wird kaum angefasst. Das wurde angefasst, nachdem ich das da eingebracht habe in die Diskussion. Aber im Wesentlichen kümmert man sich nicht um tatsächlich die Verzahnung der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Man schielt auf Brüssel. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist in der Konstruktion dieser Neuauflage des Vertrages. Also ich wäre ein glühender Befürworter einer weiteren, engeren Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich. Aber wenn diese missbraucht wird, um irgendwie Brüssel weiter voranzutreiben, wo wir schon merken, dass der Sand im Getriebe ist, weil eben die Kommission nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, weil Kompetenzen auf europäische Ebene kommen, die dort eigentlich nichts zu suchen haben. Was hat die Europäische Kommission in der Bildung zu suchen, was bei uns sogar ein Landesthema ist? Sie sind ja Bundestagsparlamentarier. Ja. Holen wir das mal zurück auf die Ebene des Bundestags. Ja. Der Bundestag hat ja in der Vergangenheit versucht zu reagieren auf die Herausforderungen, die damit verbunden sind, dass wir eben Brüssel haben, die Europäische Union. Es gibt ein Büro des Deutschen Bundestages in Brüssel. Ja. Es gibt eben eine Grundgesetzänderung, die mit 2/3 Mehrheit ihren Ausschuss, den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, installiert hat. Beides soll sicherstellen, dass man frühzeitig auf nationaler parlamentarischer Ebene, Sie als Parlamentarier, die Möglichkeit haben, informiert zu werden über das, was Regierungen in der Kommission möglicherweise im Vorfeld aushandeln. Würden Sie sagen, dass auf dieser Systemebene die Instrumente, die Sie als Parlamentarier des Bundestages zur Verfügung haben, dass die ausreichend sind oder dass die weiterentwickelt werden müssten? Die müssten unbedingt weiterentwickelt werden. Haben Sie da Ideen? Ja. In welche Richtung? Also es ist so, dass wenn ein Parlament denkt, das gehört nicht auf europäische Ebene, eine Subsidiaritätsrüge machen kann. Das Problem ist, dass sie nur dann gilt, wenn sehr viele Parlamente in ganz Europa so eine Subsidiaritätsrüge verabschiedet haben. Und das funktioniert so gut wie gar nie. Das bedeutet, was sich die Europäische Kommission einbildet, an zusätzlicher Kompetenz an sich zu ziehen, kriegt sie auch, weil die Parlamente zu langsam sind. Man hat nur 8 Wochen Prüffrist. Und 8 Wochen Prüffrist bedeutet, ich muss das Dokument sofort abfischen, ich muss es sofort prüfen, ich muss die Subsidiaritätsrüge sofort schreiben. Ich habe ja Antragsfristen für meine eigene Fraktion. Die Fraktion muss es wieder im Ausschuss beantragen. Der Ausschuss muss es auf die Tagesordnung setzen. Und dann muss es noch rechtzeitig entschieden werden. Es muss ja auch noch debattiert werden. Können Sie diese Fristverlängerung mitbewirken als Parlamentarier? Oder ist das nicht eher eine Aufgabe, die dann auf Regierungsebene? Auf europäischer Ebene müsste das gemacht werden. Und deswegen wäre durchaus ein Anliegen, dass im Europäischen Rat und auch im Europäischen Parlament
Parlament diese Subsidiaritätsprüffristen verlängert werden und dass natürlich auch sozusagen weniger Stimmen ausreichen, um ein Gesetzesvorhaben erstmal zu blockieren. Das wäre unbedingt notwendig, weil ja, wie gesagt, immer mehr Kompetenzen verlagert werden, ohne dass es dafür wirklich eine demokratische Legitimation gibt. Und das sehe ich auch als großes Problem an. Und weil Sie auch den EU-Ausschuss erwähnten, es ist zwar so, dass der tatsächlich mit der Maßgabe installiert worden ist, er solle über diese europäischen Angelegenheiten wachen. Aber die Praxis ist hier im Bundestag, dass immer die sogenannten federführenden Ausschüsse die Dokumente kriegen. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel, ich hatte das Thema europäische Arbeitsbehörde. Ja, da soll also eine neue europäische Arbeitsbehörde geschaffen werden, die in irgendeiner Weise Mobilität erleichtert. Und dieses Dokument, da haben wir eine Subsidiaritätsrüge dazu geschrieben, es landete aber im Ausschuss für Arbeit und Soziales, die eigentlich gar nicht EU als Fachthema haben. Das bedeutet, die Fachpolitiker für Arbeit und Soziales sollten prüfen, was als zukunftsweisende EU Vorschläge sozusagen gemacht wird. Und da driftet es dann auseinander, weil die Arbeits- und Soziales-Fachpolitiker zu Recht sagen, na, was kümmert mich EU-Recht? Und die EU-Leute sagen, eigentlich haben wir EU-Recht, aber wir kriegen das Dokument ja nicht, weil es federführend an den anderen Ausschuss geht. Also hier driften Theorie und Praxis ziemlich weit auseinander. Und ich glaube schon, dass das hier im Ältestenrat, das ist ja das Gremium, wo sozusagen die Fraktionen sich absprechen können, wo sie auch letztendlich was machen können, dass der Ältestenrat hier was verändern sollte. Aber im Ältestenrat hört man halt noch nicht auf meine Fraktion und das ist schade, aber wir setzen uns dafür ein, dass sich das bald entsprechend zum Positiven ändert. Im Ältestenrat des 19. Bundestages ist Ihre Fraktion ja auch vertreten. Ja. Im Ältestenrat sitzt auch das Präsidium, dort sind Sie nicht vertreten. Vielleicht könnte man mehr gestalten, wenn man überall vertreten wäre. Ja, das ist richtig. Also wir haben ja einen Bundestagsvizepräsidentenkandidaten vorgeschlagen. Ein Bundestagsvizepräsident muss gewählt werden und wir haben dort einen sehr ehrenwerten Mann vorgeschlagen, Albrecht Glaser, der auch sehr erfahren ist, ehemaliger Stadtkämmerer von Frankfurt am Main. Und den haben die anderen Fraktionen halt durchfallen lassen. Das heißt, er ist nicht gewählt worden. Übrigens, so wie seinerzeit Lothar Bisky von der entsprechenden Partei auch. Dann ist es Peter Pau geworden. Ganz genau, ganz genau. Übrigens genauso wie im Haushaltskontrollgremium Peter Böhringer nicht gewählt worden ist. Also Peter Böhringer ist Haushaltsausschussvorsitzender und ist aber nicht gewählt worden ins Haushaltskontrollgremium. Das bedeutet, er kann nicht den Ministerien auf die Finger gucken, wo die überall Geld rauswerfen. Und wir halten das für einen Skandal, weil unsere Finanzfachleute, also alle Finanzfachleute, vollkommen unabhängig, wie liberal sie sind oder was sie geäußert haben, von den anderen blockiert worden sind. Wir dürfen denen quasi nicht in die Karten gucken und das, obwohl wir stärkste Oppositionskraft sind. Und da stimmt was nicht im System. Die Wahl ist in Ordnung, wenn man sagt, man kann eine Person überhaupt nicht mittragen, dann wäre das ja okay. Warum haben Sie nicht einfach einen anderen Kandidaten benannt, so wie Frau Pau damals auch benannt worden ist von Ihrer Partei und erfolgreich in der Personenwahl, die ja geheim sind, im Bundestag gewählt worden ist. Das geht doch. Naja, also gerade in Haushaltsfragen haben wir unsere Haushaltsexperten, die sich mit dem Thema auch auskennen und die sehr, sehr gut eingearbeitet sind. Und deswegen haben wir diese auch vorgeschlagen und halten auch daran fest. Die Bundestagsvizepräsidentendebatte, die wird in der Fraktion geführt, logischerweise. Aber wir halten auch da an Albrecht Glaser fest, weil wir ihn als sehr erfahrenen und kompetenten Mann einschätzen. Und auch die Ablehnung übrigens für nicht gerechtfertigt halten. Und das zeigt natürlich auch wieder, dass auch eine Oppositionsfraktion eigentlich ein bisschen darauf angewiesen ist, dass die anderen Parteien mitspielen. Aber solange wir für die anderen irgendwie ein böser Bubi sind, der mit einem Veto zu belegen wäre, ist das ein bisschen problematisch und ist auch die Zusammenarbeit nicht besonders gut. Und da würde ich mir auch von den anderen Fraktionen eine gewisse Bewegung zum Positiven und zu mehr Kooperation wünschen. Gibt es in den letzten 28 Jahren Dinge, die Sie positiv bewerten würden, wo Sie sagen, da ist es genau richtig gelaufen und das kann man in den verbleibenden 3 Jahren der 19. Wahlperiode durchaus ausbauen und darauf hoffen, dass das eben positive Auswirkungen für Ihre Tätigkeit als Mandatsträger hat? Gibt es da Dinge? Naja, also wir dürfen jetzt nicht übertreiben mit der Kritik. Also es ist schon so, dass Deutschland das viertstärkste Land der Welt ist. Ja? Und das ist natürlich auf dem Fleiß unserer Arbeitgeber, unserer Unternehmer, insbesondere der Arbeitnehmer gewachsen, die das alles erwirtschaftet haben. Ja? Die Leute, die fleißig gearbeitet haben und zwar über Jahrzehnte hinweg. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Rahmenbedingungen kamen von der Politik und natürlich hat die Politik auch früher einiges richtig gemacht. Sonst stünden wir nicht da, wo wir jetzt sind. Die AfD gibt es seit 2013, gibt es seit wir letztendlich dieses Problem mit dem Euro identifiziert haben, mit der sehr, sehr schlechten Geldpolitik, die jetzt auch mittlerweile unsere Wirtschaft, unsere Politik belastet. Und dagegen wenden wir uns. Also wir wenden uns nicht explizit gegen das, was vor 2013 passiert ist. Übrigens wenden wir uns auch nicht explizit, was manchmal falsch dargestellt wird. Wir wenden uns auch nicht gegen die Europäische Union. Wir wenden uns gegen die Auswüchse, die insbesondere dann nach dem Maastricht- und Lissabon-Vertrag kamen. Das wäre ja auch widersprüchlich mit Ihrer Biografie, mit den Auslandserfahrungen, den Fremdsprachen, den Absolut. Also wir sind Freunde der europäischen Zusammenarbeit und wir sind Freunde insbesondere auch der Zusammenarbeit zwischen den Nationen. Aber wir kritisieren die neuesten Entwicklungen in der Politik. Um das mal ganz
prägnant zu sagen. Wir kritisieren die neuesten Entwicklungen in Brüssel, wir kritisieren die neuesten Entwicklungen in der Merkel-Regierung. Ich war ja auch mal in der Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit, das war die Vorgängerorganisation der Linken, ja, also die PDS und die WASG sind mal zur Linkspartei fusioniert. Da war ich dann nicht dabei, weil ich den demokratischen Sozialismus ablehne, aber ich war auch ein Kritiker der Agenda-Reformen, der Hartz-Reformen, ja, von Schröder. Also da würde ich sagen, beginnt meine Kritikphase. Aber so mal grob gesagt, vor 2000 war alles in Ordnung. Ja? So ungefähr. Also natürlich hat die Politik viel erreicht. Auch die Politik, die vorgehenden Generationen, die hier die Politik gestaltet haben, haben viel, viel richtig gemacht. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es ist eben jetzt auch in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel falsch gemacht worden. Und wir verstehen uns da als Korrektiv. Das heißt, Sie haben auch was zu feiern übermorgen. Ja, selbstverständlich. Also die deutsche Einheit ist etwas, was zu feiern ist. Es war auch ein gänzlich richtiger Schritt. Es war ja auch damals in der Diskussion, soll man überhaupt eine Vereinigung machen? Ja, die PDS war damals dafür, eine Zwei-Staaten-Lösung zu behalten und so weiter. Ich glaube, dass es richtig war, diese deutsche Einheit zu machen. Ich glaube, dass es richtig war, den Schritt zu machen, zu sagen, wir waren eigentlich immer eins, wir sollten eins sein, wir sind jetzt eins. Ja? Und insofern hat sich in der Tat Helmut Kohl, hat sich Genscher, haben sich aber auch die anderen internationalen Akteure damals große Verdienste erworben, ich glaube, tatsächlich die deutsche und die europäische Einheit. Und das darf man nicht vergessen und das gehört auch erwähnt. Und insofern sind das schon Persönlichkeiten, die ich auch sehr schätze. Aber es bedeutet eben nicht, dass Ihre Nachfolger heute noch alles optimal regeln. Und deswegen sind wir da. Dafür gibt es Oppositionsparteien. Auch. So ist das. Gut, zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ob Sie einen Vorschlag haben, wo die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die wir mittlerweile hier im Kommunikationsforum doch haben, was mich sehr freut, ob Sie da einen Tipp haben, was man sich nicht entgehen lassen sollte hier in dem Veranstaltungsbereich. Gibt es da irgendwas, was Sie ans Herz legen würden? Ja, also natürlich. Also ich hatte ja gesagt, ich bin in Bayreuth aufgewachsen und das ist in der Nähe von Kulmbach und das ist bekannt für seine vielen Brauereien. Und danach bin ich ja nach Brandenburg gezogen und habe ja dort eine Lehrerstelle angetreten. Und es gibt eine wunderbare Mischung aus beiden. Es gibt nämlich die Brandenburger Biermeile und die ist da hinten, da wo die große Flasche ist. Und insofern kann ich natürlich jedem dazu raten, sich ein gutes Bier zu genehmigen, das auch noch aus Brandenburg stammt. Und das erfüllt sozusagen beide Seiten meines Herzens. Vielen Dank für Ihren Besuch hier. Alles Gute für die weiteren Feiertage. Ich hoffe, Sie können noch viel hier erledigen im Parlamentsviertel. Danke, dass Sie heute hier waren. Und auf Wiedersehen. Ich danke Ihnen. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.